Herzlich willkommen zu einem neuen Video von der Erzählfreunde Bauwahl. Servus, ja, Leute. Wieder da. Ich bin so tief, Leute. Ja, du hast deinen anderen Stuhl, du hast deinen Luxusstuhl. Ich bin tiefer gelegt hier. Unboxing Time, Unboxing Time. Noch ein Intro, geht's los. You can feel this energy. Energy. Genau, so, ist das Intro schon vorbei? Oh, ich hol dir den Kissen an, ne? Leg den Kissen an. Ich mach mich eh schon so klar. Ja, wir haben heute wieder da, wir haben was bei Amiwi. In einer schwarzen Box. In deiner schwarzen Box mit einem schönen Tragegriff. Es ist nicht recht schwer. Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade schon mal angehoben, also viel Gewicht hat es nicht. Also scheint nicht aus Metall zu sein. Ich glaube auch nicht, dass das Metall ist. Aber es ist ein Full Function Gerät. Wir haben uns gerade schon drüber lustig gemacht. Emulational kontrolliert. Was auch immer das heißt. Ja, dass du da also wahrscheinlich, dass es reell, also lebensecht. Ja, genau. Wir haben da super geile Schubraupen. Ne? Wir haben ja gesagt, gerade bei 300 Daumen hoch gibt es eine neue Baumaschine. Hast du die erreicht? Ja, die haben wir gleich gehabt. Na, passt. Also, was hast du alle hier noch drauf Schönes? Was steht da noch alles drauf? 8 Jahre plus. Inklusive Batterie, Licht hat es, Sound hat es, Indoor, Outdoor, ja, 2,4 GHz, ganz klarer Fall. Ne? Aber das Lustige ist 8 Plus, wenn man das unserem Felix in den Tank gibt, ne, der will mit X-Max umeinander springen, ich glaube, der kann mit der Raupen auch umgehen. Ja, ich also schon. 8 Plus passt eigentlich nicht so gut. Unboxing, brauchen wir natürlich Unboxing müssen, ich finde mir anders gerade nicht. Jetzt mal das hier nehmen. Da braucht jetzt so einen Piepser drauf, dass man es aber wieder findet. Ui! Amiwi selber gekauft quasi, ne? Jawohl! Was? Das muss man ja mal sagen. Ja, das stimmt. Eine Beschreibung ist dabei. Eine Funke ist dabei. Batterien sind dabei. Ich glaube, dass da schon Akku dabei ist oder so. Mal schauen. Und schauen wir mal rein. Boah! Also, Karton ist leer. Also ein Akku sehe ich schon. Ich sehe zwar kein Funke, ein Funke ist da. Also ein Ladegerät ist dabei. Ein Funke ist dabei. Oh, schaut schon geil aus. Ja. Das Licht blendet ein bisschen. Hey, krass, und ich meine es auch noch einschalten. So, jetzt, schau, ja, da sehen wir wenigstens was. Da ist der Akku. Ja, vorwärts, rückwärts. Ne? Da ist der Akku. Aber das ist auch wieder so eine Funke. Wenn wahrscheinlich entweder oder, ne? An, aus. Also. Aber so, also optisch schaut es vielleicht schon geil aus, irgendwie, ne? Ja, kann man nicht meckern. Eine Gummiketten, das in der Nacht nicht so viel Krach macht, wenn es zum Nachbarn umfasst. Wenn sie zum Nachbarn rüberfahren. Ja, vor allem, wenn ich eine Straße baue. Aber die ist da. Nein, es ist kein Blick. Das ist alles Plastik da. Oh. Das Logo da vorne dran, voll Chrom, hey, irre. Aber so, also optisch gefällt mir vielleicht schon. Also hinten haben wir einen Haken dran, schau, da können wir da ein Loch bohren. Hm, wo hast du den Haken? Da. Ist der wenigstens aus Metall? Nein. Auch nicht. Eieiei. Das ist der Widerhaken. Alles Plastik, sogar das da ist Plastik. Naja, okay. Also, ja, schauen wir mal, ob das was. Ein 3,7 Volt, 900 mA Lithium-Ion. Das heißt, der Ding fährt mit 1S. Ja, also perfekt. 1S. Na, 1S. Da bin ich schon gespannt. 1S ist besser wie kein ich hoffe S. Mal, ich hoffe mal, der ist aufgeladen, der Akku, ne? Ja, ein bisschen ein Sprit, wie der schon drin hat. Wie viel müssen rein? Zwei? Zwei. Zwei? Die kleinen, ne? Ne, das sind die normalen. Nein, die normalen, oh, oh. Die und ist schon eine Family Box. Doppelschiss. Eine Family Box, wenn ich da schon. War aber vorgestern noch voller. Ja, ich habe uns ausgeschickt irgendwo. Also. Blinken wo. Blinken tut. Fernsteuerung. Ist schon mal aktiv. Das muss man auch noch aufschrauben, da schon. Dass die Kinder die Batterien nicht raus tun können. Deswegen wird das wahrscheinlich so sein.
weil das für Kinder geeignet ist. Und dass Kinder nicht den Akku aussetzen und den Mund wahrscheinlich nehmen. Wahrscheinlich auch. Weißt du schon? Naja, schon. Ja. Da geht sogar mehr rein. Da könntest du sogar einen größeren Akku reinmachen. Sogar zwei S. Zweimal ein S. Doppelte Laufzeit. Doppelte Leistung. Ja, vielleicht geht das Ding auch mit 2S. Was, wenn wir da mal einen Speedrun machen? In Speedrun? Das wäre auch mal was. So eine Speedrun-Challenge mit einem Baumaschine. Wer ist der Schnellste? Ladezeit 3-4 Stunden. So, ich bin ready. Da hinten ist da ein Ausschalter. Uiuiuiui. Oh mein Gott. Macht schon Alarm. Aber was für ein? Da drin blinkt irgendwas. Da kann ich ein Licht, glaube ich, aktivieren. Nein. Was ist denn für ein Licht? Wo hat denn Licht? Da kann ich da drauf drücken. Sound kann man ausschalten. Endlich Ruhe. Also klingt tut es nicht gerade gut. Was ist das? Klingt sehr unrealistisch. Das ist der Knopf hier hinten. Schau. Da kannst du auf und oben. Okay, schau. Cool. Nochmal. Geht nicht. Jetzt. Und wieder runter? Wahrscheinlich auf der anderen Seite, hä? Okay. Da kannst du aber mit einem Knopf gleichzeitig auch oben da rauf schauen. Wenn du das wieder tust. Okay. Da oben. Wenn du drauf bleibst, fährt er hoch. Wenn du drauf bleibst, fährt er hoch und runter. Bleib mal länger drauf. Geht nichts mehr. Jetzt ist es kaputt. Jetzt bleib mal drauf. Also, super. Ja, das ist quasi. Also quasi Kettensteuerung? Linke Kette, rechte Kette, ne? Ja, genau. Geht nicht. Akku leer. Ah, fuck. Wahrscheinlich, ne? Ah, fuck. Scheiße. Akku leer. Wieder 3 Stunden warten. 3-4 Stunden. 3-4 Stunden. Ja, what the fuck? Ja, stecken wir Akku an und wenn er voll ist, dann gehen wir schnell raus, oder? Ja, freilich. Dann sehen wir uns draußen. Auf der Baustelle. Auf der Baustelle Helme tragen. Jetzt haben wir heraus auf unserer Baustelle angekommen. Ne? Schauen wir mal. Ist ein bisschen finster, aber Akku ist voll, ne? Ja, Akku ist voll. Und da unten steht die kleine Raupe. Ja, die und kleine testen Raupe. Wir jetzt mal. Mal schauen, was das Ding so drauf schauen hat. Schauen wir mal, ob es überhaupt bis zum Haffer hinkommt. Ja, locker. So, also, auf geht's. Schau hin, ich fahre richtig gut. Klingt lustig. Wie so ein Bienenschwarm. Das stimmt. Schau hin. Das ist ja krass. Ich fahre echt am Berg auf, ne? Krass. Okay. Also. Aber die Steine da hinten, die hängen sich schon gut in die Kette ein. Oh, hier, fahr noch mal rückwärts. Das ist natürlich schon ein bisschen schwierig da, aber es müsste gehen. Willst du mal probieren, ein bisschen was zum Schieben? Logo, ich schiebe mal nach unten. Nach unten kann ja jeder. Jetzt ist ganz unten. Jetzt. Oh, Scheiße. Dass wir da eine richtig schöne gerade Fläche kriegen. Genau. Weil das nach unten da. Oh. Geht's leer durch. Vielleicht solltest du mal nach oben schieben. Jetzt. Ah, das klingt schon gefährlich. Zum Wendekreis ist natürlich schon geil, ne? So.
Oh. So wirklich funktionieren tut es leider nicht, ne? Das klingt wie so ein Hummelschwarm. Also feine am Squich, glaube ich. Der Abschirm ist, glaube ich, nicht so der Burner. Und einfach in der Geraden geht das. Jetzt mache ich dir eine ultimative Räumung. Ein Finish Move. Oh, steckt da wieder fest. Naja, schön, ja. Aber das ist wieder eine Herausforderung. Wenn wir wieder eine Straße bauen müssen, ohne dass wir ein Schaf in die Hände nehmen, dann wird das echt eine Herausforderung. Dann haben wir da einen Radlader und einen Backer und Ahnung. Und dann, wenn wir es so klar weiß machen, dann geht es schon. Ne? Schau mal, oder wenn du es so klar weiß wegschiebst, dann schiebt es schon gut. Schau. Geil. Geil. Ja, mir gefällt bei dir schon. Wenn die Baumaschine entspringt, schauen wir da hin. Naja. Übung macht den Meister, ne? Schau hin. Es wird schon eine Straße. Immer ein kleines Stück, ne? Ja, okay, cool. Schau hin. Ja, super. Weil dir das anzeigt. Ja. Schaut, pass auf, jetzt habe ich noch eine Idee. Mal das mit dem Telefon da. Oh, knister, knister. Oh, was hast du jetzt noch für eine Idee? Ah ja, das müssen wir natürlich auch ausprobieren. Ich weiß schon, was jetzt kommt. So, jetzt müssen wir einen Enkelhaken abwerfen. Okay. Das ist ja hin. Top. Da können wir jetzt eine Kabelverlängerung drin. Für die Straßenlaternen. Für unter 100 Euro definitiv empfehlenswert. Unter 100 Euro. Ja. Okay. Ja, also, mehr ist es aber wirklich nicht wert. Ja, schon, aber absolut aber empfehlenswert. Scheint dir auf jeden Fall Spaß zu machen. Na, Logo. Für dieses Geld kannst du eigentlich nichts verkehrt machen. Ne? Im Großen und Ganzen. Jetzt schauen wir mal noch rein, was es mit dem Sand ausschaut. Ja, geht eigentlich, ne? Ja, ist schon einiges drin, aber es hat erstaunlich gut funktioniert. Schon. Ne? Das bloßen wir jetzt ab mit dem Kompressor und alles wieder gut. Passt. Ne? Also, in diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Seid gespannt, wie es weitergeht mit unserer Bausession. Und verpasst es nicht, wenn wir da eine richtig geile Straße in der Bahn. Ja, da bin ich schon gespannt. Ja, eine Brücke müssen wir auch bauen. Ja, das ist schon geil. Gesagt, genau. Das ist geil. Alles klar, in dem Sinne, haut rein, Freunde. Peace. Auf der Brücke. Was ist denn das?